So, jetzt haben wir den Blaster. Das ist eine Fernschusswaffe. Und die erste Waffe ist sozusagen eine Schrotflinte mit einer Druckwelle. So. Wer ist denn das da? Zu dem gehe ich gleich mal hin. Das waren echt coole Tricks in der Arena, Jungchen. Aber nicht mehr lange. Und das wär's gewesen. Redest du mit mir? Ja! Redest du mit ihr? Nee. Ich halte ein Schwätzchen mit meiner seligen Mutter. Klar meine ich dich, du Schwachkopf. Ihr seid aus der Großstadt, was? Wer will das wissen? Der Typ, dem das hier alles gehört, Jungchen. Kleber heiß ich. Bleibt bei mir und ihr seid fein raus. So wie es aussieht, habe ich sogar einen Job für euch. Nehmt meine Sprungechse und fangt mir ein paar von diesen Mistviechern, die meine Vorräte geplündert haben. Wenn ihr euch 6 von diesen Biestern krallt, dürft ihr 1 meiner Rennfahrzeuge fahren. Das heißt, falls euch Demos je aus der Stadt lässt. Schätze, das packen wir. Nein! Ich hasse Reiten! Da krieg ich einen Wolf! Ja, Dexter kriegt einen Wolf beim Reiten. Wir müssen diese Känguratten finden! Genau, aber zuerst gucke ich hier oben noch, ob ein Orb da ist. Und Tatsache, hier ist eins. Woher wusste ich das wohl? Genau, den müssen wir jetzt hinterher rennen und wenn wir nah genug dran sind, einfach zuschlagen und dann haben wir es gefressen. Da oben ist auch noch ein Orb. Und erwischt. Und das Orb will ich mir zuerst holen, aber ich komme noch nicht dran. Und Glitch. Uiuiui. So, weiter! So, jetzt wieder auf die Echse. Und ja, es geht nicht. Also weiter im Text, fang mal die nächste Ratte. Hallo Jack, ich sehe noch eine. Ich sehe auch noch eine. Hat jemand auch noch nicht gefrühstückt? Noch 3 Stück. Ja, die Story ist logischerweise nach Jack 2 spielt die. Und ja. Jetzt noch 2 und noch ein Orb, aber das kriege ich nicht. Okay, schade. Das Let's Play ist schon fertig aufgenommen, also Tipps müsst ihr mir nicht geben. So, jetzt wollte ich da noch an die Orbs, aber klappt auch nicht so wirklich. Deshalb weiter. So, weiter. Und noch mal. Da ist auch noch eins. Das hole ich mir gerade auch noch. Jetzt haben wir schon 3 Stück. Und ein neues Geheimnis ist verfügbar. Das ist ein Metallschädel. Mit dem kann man sich Minimissionen freispielen, die einem weitere Orbs bringen. Noch ein Orb und meine Echse ist tot. Holen wir uns halt eine neue. So, noch eine. Und dann haben wir es auch schon. Da ist die letzte. Und da möchte ich sie. Hungrig, jawohl. Geschafft.
Jetzt reichen die Nahrungsvorräte länger. Falls Demos euch je erlaubt, die Stadt zu verlassen, dürft ihr auf einem meiner Fahrzeuge eine Runde drehen. Wir sehen uns, ihr Frischlinge. Jo, wir sehen uns. Ja, da habe ich gerade noch einen Orb gesammelt. Habt ihr alle gesehen, hoffe ich. Und hier gibt es tatsächlich noch eins. Hier oben nicht. Da oben gibt es noch eins. Ja, die sind hier ziemlich häufig, die Orbs. Auf jeden Fall häufiger als in Jig 2. Ja. Und hier glitsche ich mich gerade rum. So, das sechste Orb. Und auf zur nächsten Mission. Unten auf der Minimap sieht man, wo man als nächstes hin muss. Wir müssen zu den Mönchen. Sieh dir nur diese Typen an. Sehr hübsch. Wusstest du gar nicht, dass Gummi wieder in ist? Was machst du da, Kuttenmann? Das geht dich nichts an, du Tier. Hey, Witzfigur. War eine echt üble Woche. Also pass auf. Die Arena enthüllt alles. Hass flackert in deinen Augen. Toll. Danke für den Tipp. Er wird dich zerstören, so wie die Precursor sich selbst zerstört haben. Sieht anders aus als der bisherige Precursor-Mist. Diese Artefakte sind fürchterlich. Eines fiel auf den großen Vulkan. Wir entsandten eine Expedition, doch die Mönche kehrten nie zurück. Böse Kunde liegt in der Luft. Ich fürchte, der Welt steht ein Wandel bevor. Ich glaube, du warst zu lange in der Sonne. Hauen wir ab, Jack. Du musst diesen Ort verlassen. Helden glauben, sie können die Welt retten und sind dabei selbst längst verloren. Ihr könnt nicht begreifen, welche dunkle Mächte hier am Werk sind. Erzähl mir nichts von dunklen Mächten. Ich will wissen, was das ist. Geh beiseite. Und ein Spiel. Das ziemlich langweilig ist. Man muss einfach immer im richtigen Moment die Knöpfe drücken. Nämlich, wenn die Symbole vom Steuerkreuz oder ja, wenn X, Kreis, Dreieck oder Viereck in dem Kreis drin sind. Ziemlich langweilig, aber wird auch nicht mehr kommen. Also es ist das einzige Mal, dass man so ein Spiel machen muss in der Hauptstory. Ja, ansonsten kann man nicht viel erzählen über Spiel. Das kommt jetzt alles erst noch. Ja. Ziemlich langweilig. Aber gehört halt dazu. Ich hoffe auch, dass das Let's Play gut wird. Ansonsten mache ich einen Walkthrough draus. Und dann, ja. Das werden wir noch sehen. Geschafft, Jack! Nicht anfassen. Dunkles Ego. Ja, jetzt bist du platt, was? Komm, verneig dich vor ihm. Das sind massive Ego-Kristalle. Uralten Überlieferungen zufolge wurden damit die tollsten Precursor-Geräte betrieben. Seltsam. Er spricht einen alten Dialekt. Früheste Precursor-Sprache. Es geht um die Rückeroberung dieser unvollendeten Welt. Die sehen aus wie Koordinaten. Wie die von... Er empfängt ein sehr starkes Signal. Jack, ich glaube nicht, dass uns gefallen wird, was das Ding da quasi... Selbst du kannst uns nicht davor bewahren, Held. Hey, ich bin der wahre Held hier. Nenn mich, der Orange Blitz. Du magst die Farbe unserer Schöpfer tragen, du Tier. Doch wir haben unsere Rettung schon geplant. Haltet euch da raus. Du und der Orange Blitz seid hier nicht willkommen. Fieser Typ. Naja. Jetzt erst nochmal einen Orb sammeln. So. Oder besser mehrere. Und als nächstes müssen wir zum Klille. Wie heißt der? Klillele. Cliver. Cliver. Irgendwie so. Ja.
Aber zuerst sammeln wir noch ein paar Orbs, weil damit kann man sich Geheimnisse freischalten, die wirklich nützlich sind. Aber die besten gibt es leider erst, wenn man das Spiel durch hat. Aber die, ich werde es noch ganz kurz, sobald ich fertig bin mit der Story, ein super Extra zeigen, das ich genial finde. Das war jetzt gespoilert. Schon 8 Orbs und gleich haben wir auch das 11. Na ne, sowas. Also ich glaube 12 Orbs werden wir in der Folge sammeln. Ja, müsste. 12. So, und das hier? Ein Held braucht schnelle Füße. Finde diesen Ort rasch und du wirst belohnt. Genau, das sind solche Minimissionen. Da gibt es ganz verschiedene. Einmal Orbsuche, einmal durch Ringe, einmal auf Zeit irgendwas. Alles mögliche einfach. Einfach Missionen, die man in der Hauptstory auch macht, die kann man als Minimission auch machen. Da werde ich aber nur die wenigsten machen. Hervorragend. Es steckt viel in dir.